Sie hören Vorurteile in Lachhaft von Sven Koker mit einer Einleitung von Alexander Porsch. Nach vielen Jahren als persönlicher Assistent bei Sven hat sich herausgestellt, wir sind nicht zu zweit. Wir sind zu dritt. Sven, die Spastik und ich. Die Spastik sitzt zwischen uns. Manchmal hält sie sich zurück, aber wenn wir uns angeregt unterhalten oder mal unterschiedlicher Meinung sind, dann mischt sie sich ein. Die Spastik ist also eine ziemlich vorlaute Person. Sie fällt Sven ins Wort, verteilt seine Silben im ganzen Raum und ich darf mir die Fetzen zusammensuchen und einen Satz zusammenbauen. Wenn die Spastik sich mal langweilt, versetzt sie Sven einen Tritt und er landet vor dem Rollstuhl auf dem Boden, meistens im Schneidersitz. Und da die Spastik einen seltsamen Humor hat, versteckt sie sich anschließend hinter der nächsten Ecke. Sven steht dann auf, setzt sich in den Rollstuhl, lächelt mich an und die Fahrt geht weiter. Blöderweise interpretiert die Umwelt den Vorgang gern etwas zu meinen Ungunsten, weswegen ich als unfähiger Rolli-Auskipper gelte, obwohl ich den Rollstuhl nicht mal angefasst habe. Sven sitzt nämlich im Rolli ohne Fußstützen und rudert mit den Füßen alleine über das Gehwegpflaster. Alles muss der Arme alleine machen. Zwischen fauler Assistent und ressourceneinbeziehender, aktivierender Pflege verläuft ein messerscharfer Grat. Meistens schneidet der mich und dann schneidet mich die Umwelt. Sven lächelt sie an und ich bekomme diese Empörungsblicke. Das nervt gewaltig und ich bin drauf und dran, der besserwisserischen Mitleidsumwelt anzubieten. Dann komm doch her und streichelt den armen Spastiker den Kopf. Sie ahnen ja nicht, dass unsere Begleiterin die Spastik auch Karate kann. Über die Spastik machen wir uns lustig, das dürfen wir. Über Spastiker Witze machen ist doof. Aber die Spastik auch mal als Breakdance zu bezeichnen, verschafft den nötigen Abstand. Es ist ein bisschen so wie bei Eltern, die einen Pubertisten im Haus haben. Man darf nie den Respekt vor der Person hinter dem ganzen zerebralen Zirkus vergessen, aber man darf gemeinsam drüber lachen. Das hilft auch, einen großen Fehler zu vermeiden, die Person Sven mit dem Zuckungszirkus gleichzusetzen. Sven ist Sven und Spastik ist Spastik. Basta. Wenn ich von Sven träume, kommt seine Spastik meistens gar nicht vor. Das körperliche Handicap verliert in der persönlichen Beziehung nach kurzer Zeit an Bedeutung. Die Gefahr besteht aber darin, dass ich vergesse, dass er bestimmte Dinge wirklich nicht kann. Abwaschen zum Beispiel. Dann muss er mich schon mal daran erinnern, dass er Hilfe braucht oder für die eine oder andere Sache noch keinen Trick erfunden hat. Wenn wir unterwegs sind, lächeln ihn Kinder grundsätzlich an. Bei mir schauen sie ernst oder müssen weinen. Da Kinder in einem bestimmten Alter noch mit dem Herzen sehen, dürfte die Frage beantwortet sein, wer hier der wirklich Leidtragende ist und wer es verdient hätte, gestreichelt zu werden. Er sicherlich nicht. Von älteren Kindern, also allen Leuten bis zum Rentenalter, werde ich manchmal für den Betreuer von Sven gehalten. Auf die Frage, was er denn hat, antworte ich mit Abitur. Manchmal kommt es dann zu einem richtigen Gespräch, an dessen Ende er dann erklären muss, wie er als Wackelkandidat wackelfreie Fotos produziert und das ganz ohne meine Hilfe. Anmerkung des Autors. Alexander hat Kulturwissenschaften und Germanistik studiert und war 12 Jahre lang mein persönlicher Assistent und Begleiter im Alltag, wie auf Reisen. Unter anderem nach Schottland, Portugal und Wales. Vielen Dank für unzählige Wortduschen, inspirierende Anregungen und gemeinsam erlebten sowie selbstverzapften Quatsch. Leider. Ich hoffe, dass die nachher keine Angst haben.
Ich war zwar zunächst verblüfft, da ich solche akustischen Verwechslungen jedoch schon des Öfteren erlebt hatte, dämmerte es mir schon. Und so schoss mir spontan folgende Frage zunächst durch den Kopf, dann aus dem Mund. Was haben Sie denn verstanden? Wieder entgleiste das Gesicht der Assistentin. Wieder presste sie die Worte zögernd heraus. Ob du nicht knutschen kannst? Der Schock fuhr mir in die Glieder. Damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Schnell klärte ich das Missverständnis auf. Erleichterung machte sich breit. Fortan duzen wir es natürlich und alles war wieder gut. Und obwohl ich heute darüber lachen kann, muss ich doch daran denken, wie peinlich das für uns beide geworden wäre, wenn ich nicht nochmal nachgefragt hätte.